Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Und da kommt auch schon der Rico. Hallo. Hallo Rico. Hallo. 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 Hallo Rico. Hallo. Ja, er sagt heute nicht Hallo. Weiß nicht warum. Arrogantes Stück Scheiße. Warum ist denn hier so eine komische Rüstung drin? Hey, Alter. Komm davon, Junge. Meine gute Dia-Rüstung. So, warte mal, jetzt überlege ich, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte jetzt nochmal ganz schnell ins End gehen und wollte mir nochmal eine Enderperle holen. Und wollte gucken. Oh, warte mal, hier ist auch ein Enderman. Vielleicht gibt der mir ja was. Ey, komm mal her, Keule hier. Guck mich mal an. Komm. Krass. Och, Katze. Alter. Wo sind die jetzt hin? Ach, da. Lol, der kommt hier nicht drüber, der Depp. Warum lachst du? Was geht mit dir? Was machst du da oben? Alter, was ist denn los mit dir? Bist du behindert im Kopf oder was? Leute, manchmal muss man den Kerl nicht verstehen. Ich glaube, der hat gerade seine Pillen nicht genommen. Der muss jetzt mal seine Pillen nehmen wahrscheinlich. Alter, bist du dumm oder so? Mann. Okay, da frage ich noch. Warum frage ich eigentlich, ob er dumm ist? Das wissen wir doch alle, dass er dumm ist. Ja, ja, Skala 1 bis 10. Ich wollte es gerade sagen, Skala 1 bis 10. Wie dumm ist Rico? Das hatten wir ja schon alle geklärt. Alter, da kriegt man halben Kotzkrampf, wenn man die Treppe hier runterläuft. Ja, ist geil, oder? Ja, nein. Doch, schon. Du bist ein hinschmieder Bastard, Alter. Ich? Ja. Deine Mutti, Alter. Achso, viel Spaß. Nee, danke. Ich hasse Sex. Ich hab keinen Sex. Kein Sex vor der Ehe und so, weißt du? Keine Ehe vor dem Sex. Stadtkäse. So, jetzt dauert es wieder 5 Stunden, bis man eine Enderperle bekommt, wahrscheinlich. Alter, den habe ich jetzt aber ein paar Hits verpasst, Junge. Komm mal ran, Junge. Ja, und was ist jetzt hier? Enderperlen, hallo. Irgendeiner ist hier gerade voll am Abstöhnen. Ja, Katze, ich habe die aufgepasst. Nicht. Hä, wo sind die jetzt hin? Manchmal frage ich mich, ah, hier ist. Nee. Ha, Perle, tschüss. So, ich bin weg, tschüss. So, jetzt Leute, probieren wir mal was richtig Geiles aus. Perle. Jawohl. Ich bin weg. Ja, bin schon schnell gewesen, bin schon längst wieder da. Ja, Frau Ötzchen, alles hast gut. Hast du dich belesen, oder was? Nö, ich überlege einfach oder ich probiere einfach was. Entweder sterbe ich oder es klappt. Ach, willst du doch auf den Turm hoch? Ja. Richtig. Ich weiß auch nicht, wie das gehen soll. Das müsste ja mehr als 100 Meter sein, wenn du die einfach straight nach unten wirfst, ne? Das straight nach unten nicht, das ist ja dann nach unten, ne? Ja, in eine Richtung. Steht doch nicht da nicht, nach vorne, oder? Glaube ich nicht. Also weiß ich nicht, kannst du ja ausprobieren, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass nach unten zählt. Kann natürlich auch sein, ja. Kann sein, ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt einfach da hoch und werfe die noch in einem schrägen nach oben gesetzten Winkel und hoffe nochmal einfach irgendwo zu landen, was 100 Meter entfernt ist. Oh Gott. Ich sehe schon vor mir, ich sterbe. Naja. Nur gut, dass ich alle Sachen noch mitgenommen habe, ich Depp. Jawohl. Ach, das dauert ganz schön lang, bis ich hoch. Das wusste ich gar nicht mehr. Das ist ja der Wahnsinn, Alter. Die Aussicht ist Bombe. Ich wollte es gerade sagen, schon lange nicht mehr geguckt. Eigentlich ist es mal wieder interessant, mal von da oben zu gucken. Im Dunkeln wäre es natürlich jetzt noch geiler. Aber im Dunkeln will ich auch ehrlich gesagt nicht die Enderpelle werfen. Das wäre ja noch schlimmer. Oh, Alter, das hört überhaupt nicht mehr auf. Könnte man eigentlich eine Eisengolem-Farm bauen, wa? An die geht ja nicht, brauchen wir ja so ein Villager. Aber alle Villager. Villager? Ja, wäre schön, wenn wir nochmal eine Village finden würden. Alter, wie hoch war denn das? Das ist ja abnormal.
Dass das so lange gedauert hat, wusste ich nicht mehr, echt. Was machst du eigentlich gerade? Bist du hinter mir? Nee. Das weißt du doch nicht. Nee, das weiß ich wirklich nicht, deswegen frage ich ja. Muhaha. Muhaha. Entschuldigung. So, okay. Ich bin ja mal oben. So, jetzt gucke ich mal. Kommt da? Ne, da unten kommt keiner. Oder? Ne. Alter, ist das krass, ey. Cool, die Pyramide sieht krass. Von oben irgendwie lustig aus. See oder so. Wo stehst denn du gerade? Ich sehe seh überhaupt da oben nichts. Stehst. Ich sehe dich stehen auf. Du schwebst bei mir in der Luft, wenn ich so nach oben gucke. Wo stehst denn du gerade? Ich stehe gerade auf der Treppe, wo es runtergeht, also über dem Netherportal sozusagen. Warte mal. Ach, bist du das da unten? Ne, das war zu kurz. Ja, stimmt, das bist du da unten. Alter, du bist hell. Warte mal, kommt jetzt ein Pfeil bei dir an? Du auch, du schwebst in der Luft. Ja? Kam jetzt ein Pfeil bei dir an? Warte mal, bleib mal so stehen. Da kannst du... Oh ja, hier war er. Du hast... Au! Vor einem Mülleimer hast du getroffen. Jawohl. So, okay, ich werfe jetzt das Ding einfach mal in welche Richtung. Da drüben ist Wasser zumindest, falls ich irgendwie... Ach doch, hier hängt noch einer im Baum. Ich werfe das jetzt mal Richtung Sumpf einfach mal. Oh Gott. Mach's gut, Rico. War schön, dich kennengelernt zu haben. Ja, hau rein. Sterbe ist mal eine Runde. Weg war er. Hier bin ich. Beam mich hoch, Trophäe erhalten, Bitches. Juhu. Hast du sie einfach gerade nach vorne geschmissen? Nee, ich, oder noch was? Mal, ich bin gesprungen und hab sie noch mal ein bisschen schräg nach vorne geworfen. Alter, geil, Alter, ich bin wirklich weit geflogen. Bin fast im Sumpfgebiet gelandet. Nee, ich bin eigentlich am Rand des Sumpfgebiets gelandet. Alter, krass, Junge. Okay. Leute, so einfach ist die Trophäe, ja? Easy peasy, Junge. Kein Problem für mich, Profi, ja. Alter, wie lange das gedauert hat, gell? Ich dachte, ich habe das Ding geworfen. Jetzt klettert er auch hoch. Ich habe das Ding geworfen und dachte so. Hast du so schräg nach oben geworfen, oder? Genau, was? Noch so ein bisschen schräg nach oben. Bin gehüpft, schräg nach oben geguckt und habe da dann abgeworfen. Musstest du noch eine gefühlte Minute warten, bis ich mal irgendwann ankommt. Und dann stand ich am Rand vom Sumpfgebiet und habe die Trophäe bekommen. Übel geil. Nice. Da siehst du, wenigstens die Trophäe noch geklappt. So. Siehst du, war es doch eine gute Idee. Weil klar, die Entfernung ist ja dann höher, weil sie... Ist ja gut, dass wir das Trampolin schon ja, haben. Ja, ne? War gar nicht mal so schlecht. Siehst du, hat es doch auch was... Schon die zweite Trophäe, die es uns eigentlich sozusagen gegeben hat, ne? Ja. Kann man so sagen. Nice, echt geil. Ja, Katze, du fandst das auch cool. Du hast es zwar nicht gesehen, aber danke, danke. Aber komm, gibt's später. Was mit der Katze, das verstehe ich einfach nicht. Was? Das war nichts. Ah ja. Ich bin gleich oben, Alter, gefühlte Stunde später. Ja, ne, das wusste ich auch nicht mehr, dass das so lange dauert. Ich mach gerade mein Inventar mal kurz leer. Ne? Ich hoffe mal, dass... Ach, Katze, halt's Maul. Okay, welche Karte ist jetzt welche? Jawohl. Ach, hast du schon? Krass. Jo. Easy. Ach ne, warte mal. Schön. Schön, schön. Jetzt weiß ich nicht mal, welche Karte welche war. Fuck. Ich müsste einfach die Mitte erst machen. Och, bist du dämlich. Wer? Ja. Aua. 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 Was machst du denn? Au, au, au. Au, 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 au. Hä? Hä? Hast mein Zeug eingesammelt, oder? Warum? Ja, ich hab kurz mal das da abgelegt. Was? Ich wollte jetzt nochmal die Karten alle neu anmachen und in der Hoffnung, dass es vielleicht hilft. Hä, welche Karte war denn das hier? Hier habe ich noch eine. Ach Katze, du bist im Weg, du blödes Vieh. So,
So, welche ist jetzt welche? Das ist die hier. Und das ist die hier. Ja, genau. Nee. Funktioniert aber nicht. Kommt keine Trophäe. Ich weiß nicht, woran das aber liegen soll. Keine Ahnung. Brrrt. Also ich weiß nicht, woran es liegen soll. Keine Ahnung, was man da machen muss. Ey, die Katze läuft hinterher. Wie die Katze, die hinterher läuft, lol. Ja, wie kriegt man das mit den Katzen hin, Rico? Sag mir das doch mal. Sei doch mal nicht so. Keine Ahnung. Doch. Doch, du weißt das. Du bist doch voll schlau und so. Ja, von der Skala von 1 bis 10. 10, 10, 10, 10, 10. 10, 10, 10, voll schlau. Übelst der Bro, Alter. So, okay. Ja, dann hat es halt immer noch nicht geklappt. So, was gibt's jetzt noch? Jetzt haben wir sogar die mit der Perle. Ich weiß aber auch nicht. Mach's mal, was könnten wir jetzt noch machen, Rico? Erzähl mal. Mit den Karten weiß ich nicht, ob man da irgendeine Lösung finden kann. Das weiß ich nicht, da muss ich mich dann erst nochmal genau belesen. Ah, weißt du, was, weißt du, was das Problem sein könnte? Das hast du keine Ahnung. Vielleicht sollten die nicht nur. Wo bist du gerade? Komm mal her, kleiner Angler. Oh, das sieht schön aus hier so. Wenn ich dir so zugucke und die Sonne da untergeht. Los, komm mal her, Keule. Ich will dir mal was zeigen. Was jetzt noch eine Idee wäre. Warte. So, hoch. Wo denn? Was denn? Vielleicht müssen die Kanten hier auch immer von den Karten übergreifen. Also hier so, hier unten links, dass die noch mit der Mitte unten da so übergreift, weißt du? Dass die auch verbunden sein müssen. Also dass man immer den Rand sozusagen hier nochmal voll macht, weißt du? Nur den Rand. Dass das immer hier auch übergreift. Weißt du, wie ich meine? Wo bist du denn noch da? Weißt du, dass das hier unten nicht leer ist, hier unten in der Mitte zum Beispiel, sondern dass das so übergeht, auch über die links unten Karte und dann... Die hier ist ja zum Beispiel, die ganz links, ist ja schon fast so voll, ne? Weißt du, wie ich meine? So der Rand zumindest. So, dass es vielleicht bei jeder Karte sein muss, so ein bisschen, dass es auch auf die anderen Karten immer noch übergreift ein bisschen. Wäre jetzt noch eine Möglichkeit, die ich jetzt hätte. Aber ob das stimmt, weiß ich natürlich auch nicht. Weißt du, warte mal, ich nehme jetzt mal die Karte hier. So, zack und tschüss. Oder? Welche Karte ist das? Die hier. Da muss ich ja eigentlich jetzt hier hoch in die Wüste laufen, ne? Zum Sumpfgebiet. Und dann müsste ich erstmal wieder hier rauskommen. Ich glaube, der Rico steht immer noch vor den Karten und weiß überhaupt nicht, was ich von ihm will. Der Rico klang so wie, weiß nicht, was er jetzt meint. Stimmt's? Ich habe gerade geguckt hier mit dem Kartengedöns, aber ich finde auch nichts. Nee, ich habe letztens ja auch schon mal im Internet geguckt, aber ich finde auch nichts, deswegen ja. Das ist ein bisschen komisch. So, jetzt müsste ich doch eigentlich, hallo? Müsste ich jetzt in der Karte sein? Es ist natürlich dunkel, ne? Dunkel. Aua, Mini-Zombie. Hallo. Och, ey, jetzt brenne ich auch noch. So, wo ist denn jetzt meine Karte da? Nee. So. Keine Ahnung. Ist natürlich jetzt dunkel, das ist wieder echt perfektes Timing, ey. Wow. Dann soll ich auch mal eine Karte mitnehmen? Weiß ich nicht. Mir egal. Och, hab ich Fackeln einstecken? Obwohl die anderen, ach nee, hier unten die, ne? Naja, ich will immer, dass der Rand sozusagen voll ist. Vielleicht hilft das ja irgendwie. Das wäre jetzt so eine Idee. Ja, ich lauf mal Richtung Wasser hin da. Ja, musst halt immer die Karte nehmen, die halt dann dazu, wo du halt den Rand voll machen kannst. Da muss man halt einmal über die ganze... Die anderen connecten sich ja so ziemlich, ne? Sind nur die du hattest und die unten, wo wir jetzt zuletzt waren. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Was fehlt. Kann schon sein, ja. Ich muss erstmal was phrasen, Alter. Alter, wer hat denn die scheiß Bäume hingepflanzt? Das kannst doch nur du gewesen sein. Das war bestimmt der Pet, der alte Spaß. Nee.
Nie im Leben. Ich mach sowas dann nicht. Ja, ich habe natürlich das Boot jetzt nicht dabei. Ja, auch easy game überdacht. Oh, ist mir an der Schlucht oder was? Komm her, Übeltäter. Es ist halt dunkel. Oh, das, man sieht halt an der Karte nichts, weil dieses scheiß Balken im Weg ist. Das ist ein bisschen kacke. Ich habe jetzt Angst, dass ich irgendwo runterfalle hier. Genau in der Schlucht. Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Ich habe halt keine Frage. Ich sollte mich halt auch erstmal, bevor ich weggehe, vielleicht auch mal ein bisschen besser vorbereiten, ne? Ja, wenn man angebracht, ja. Alter, man sieht es halt hier nicht. Noch nicht da. So, hier. Normalerweise müsste jetzt so laufen, aber ich sehe halt auch nichts, Junge. Ich sollte vielleicht mal Holz abbauen. Ich glaube, ich schlag erst nochmal. Ich schlag mir auch erst nochmal einen Baum und bastel mir nochmal ein Boot, ey. Das ist ja. Ja, Zombie halt im Maul. Alter. So, Hallo, hier bin ich. Hä? Was für ein Baum war denn das, was ich jetzt abgebaut habe? So, nee, ich muss das. Ah, Alter, ich habe schon lange keine Sticks mehr gemacht, ey. Ich bin so dumm, ey. So, okay. Ja, siehst du, genau einen ganzen Stack Fackeln habe ich jetzt. Jetzt geht's los, Alter. Jetzt geht's los. Zack, ich sehe was. Yay. Schön. Okay. In die Richtung. Ja. Da und da. Huch. Aua. Hallo. Hi. Die Steuerung ist ja echt Hammer. Ja, manchmal ist es ein bisschen, ja. So. Normalerweise müssten Dörfer auf den Karten angezeigt werden. Das wäre cool. Werden sie doch auch. Dein gebautes wird doch auch angezeigt. Ja, mein gebautes, ja. Alter, wie weit soll ich denn noch laufen? Mann. Oh, jetzt muss ich auch noch schwimmen. Ach, nö. Ich habe mir ein Boot gebaut. Ja, das mache ich jetzt auch. Muss nochmal einen Baum schwimmen. Ach, Schleim, leck mich. Ich will jetzt nicht mit dir reden. Du bist ja gemein. Wie viel, was brauche ich denn da? Wie viel für so ein Boot? Keine Ahnung. Ja, warum frage ich dich eigentlich, ne? Oh, da ist ein. Hä? Alter, du Fotze. Entschuldigung. Alles gut, ich habe mich vorhin auch aufgeregt. Ah, Hexen, ja. Hexen sind, naja, ein bisschen ungeil. So, ja, ich muss ja erst wieder das Holz klein machen. So. Alter, will das auch mal aufhören jetzt, oder was? Was denn? Die Hexe immer noch? Scheiß Vergiftung. So, einmal Boot fahren bitte. Danke. So, die Karte nebenbei halten, ja, ne? Ich jetzt auch. Alter, die Steuerung ist echt behindert, ey. Ich denke, da bin ich. So, jetzt decken wir doch endlich mal was auf hier. Hat ja mal Zeit. Hui. So, einmal hier dagegen. So, wie steige ich nochmal aus? Ah. So, Karte. Das ist scheiße, wenn man unten am Rand ist. Man sieht nicht. Bin ich jetzt schon auf der Karte wieder drauf? Ja, ne? Und jetzt hier lang, ne? Ja. Ja, das müsste eigentlich schon reichen. Halt den ganzen Rand ablaufen, ne? Dass der ganze Rand sozusagen erkundet ist. Oh! Jawohl! Lol, das war geil. Was denn?
erst kam ein Zombie, dann war auf der, hat sich dahinter noch ein Creeper gezeigt und der hat dann eine Spinne beim Explodieren getötet. Die ist dann so weggeflogen. Fand ich irgendwie cool. Oh, ist das anstrengend. Oh Mann, ey. Kattengedöns, ey. Ja. Komplett den Rand abfahren. Na, oder ich laufe den ganzen kompletten unteren Rand wenigstens ab. Dass immer der untere Rand wenigstens gemacht ist. Oh, jetzt muss hell wird, sieht das aber auch geil aus, ey. Schade, dass es keine Shader gibt, echt. Wird nochmal viel geiler aussehen. Hallo Zombie. Keine Zeit für dich. Ach, Spinne, lass mich in Ruhe. Oh, wie der Mond untergeht, herrlich. Mal gucken. Jetzt gerade oben ein Stückchen nach dahin. Oh, hätte ich steuern können, wenn ich den Boden ließ. Oh, nee, ich sterbe nicht. Alter, Falter, ich bin in eine Schlucht gefallen, Rigo. Mein Herz. Alter. Mein Herz, ich kann nicht mehr. Das kommt davon, wenn man jetzt guckt. Ja, ich weiß, ich habe die ganze Zeit jetzt nur noch auf die Karte geguckt, Alter. Jetzt bin ich nur noch geflogen, mein Herz rast gerade wie Sau, Alter. Ich dachte, ich bin tot. Alter, dass ich das überlebt habe, das ist ja echt ein Wunder. Gott sei Dank habe ich die Dia-Rüstung an, sonst wäre ich jetzt tot. Alter, mein Herz, ey. Ich habe einen Puls von 120.000, ey. Puh. Nichts passiert, Leute. Alles cool. Fick die Henne, Alter, war das knapp. Alter, Latz. Wie weit muss ich denn jetzt noch hier, ey? Alter, wie schön es hier auch einfach aussieht. Das ist schön abgeschnitten. So, habe ich es jetzt ausgefüllt? Ne, immer noch nicht. Ganz. Hey, wo habe ich denn jetzt die zwei Glowstone her? Ach so, von der Hexe. Oh Mann. So, jetzt müsste ich zumindest hier den Rand auffallen. Müsste ich jetzt eigentlich mit bei dir in der Karte drin sein, ne? Nee. Also du bist schon in der Karte drauf, aber halt nur als Punkt. Weil du bist ja nicht in meinem Gebiet. Oder? Ich kann gerade nicht auf die Karte gucken. Din, 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 din. Din, din, din. So, den Aussteigen habe ich nicht ganz verstanden. So. Okay. Dann auf zurück. Zurück nach Hause. Und dann ist Aufnahmepause. Ne, eigentlich Aufnahmeschluss sogar. Nicht Aufnahmepause. Ja, ich muss auch wieder aussteigen. Ich muss heute noch arbeiten, yay. Ja, ja. Was war das jetzt? Was ist denn jetzt schon wieder? Ah, ich muss noch was essen. Hä? Ach, das ist da wegen. Ich habe mich schon gewundert, hä? Warum bin ich jetzt so langsam? Habe ich Crouchen gedrückt? Ja, dann ist man. Hier liegt ein Ei rum, okay. Und ein Schweinchen, hey. Das ist doch deins, das hast du vorhin verloren, nicht? Nee, eigentlich nicht. Alles noch da. Hast du mal gefühlt? Ja. Hab mir mal schön in die Hose gefasst und da habe ich gedacht, ja, alles noch da. Alles noch easy. Alles noch gut. Bin ich nur ein bisschen streng. Ja, das ist ja egal. Ach so. Das muss stinken. Weißt du? Das muss so richtig süffig sein. Richtig, richtig. Wenn du reinfasst in dir in die Hose, muss das richtig nass und klebrig sein. Dann musst du richtig Fäden ziehen. Oh. Und richtig haarig natürlich, ne? Richtig haarig. Ja, merci. Richtig urwaldmäßig. Musst du Zöpfe flechten können, Alter. Ja, so schön Rasterlocken, Alter. Richtig nice. Schon geil. Bei Frauen muss das natürlich auch so sein, gell? Natürlich. Oh Gott, das ist schön. Ach. Ach, lassen wir das, glaube ich, besser. Ja. Es artet schon wieder aus. Nee, komm, letztens. Ich will nicht durch den. Oder? Also ich bin jetzt gleich wieder da, wenn ich mich nicht irre.
Ich stehe gerade vorm Dschungel und überlege, ob ich durchgehe oder eher nicht. Na, es ist. Ah, ich sehe schon unseren großen Turm wieder. Hallo, lässt du mich raus? Ha, war? Was hast du gesehen? Harvard? Harvard? Wer ist Harvard? Wer ist dieser Harvard? So, Der Bruder ich. vom Torwart? Ha! Ha. Lol. War der Bist Scheiße. du dumm, Alter? So, okay, ich bin jetzt im Schwimmbad. Also wieder da. Dann hänge ich mal die Karte ran, dann ist wenigstens das schon mal erledigt. Hallo? Jo. Jo, was geht ab, Bro? Jo, jo, jo. Brr, brr. Chill, chill, chill. So, okay. Alter, wie viel Karten ist das? Ach ne, du hast die untere mitgenommen, ne? Die unterste. Ja. So, okay. Aber wo mache ich denn jetzt rum? Warum bin ich denn jetzt so plötzlich Ich da hätte noch. oben, obwohl Ich ich bin so blöd, eigentlich. warum habe ich nicht die andere Karte auch noch mitgenommen? Ach Mann, naja, egal. Nee, du bist so blöd. Ja, irgendwie schon. Jetzt laufe ich in die Richtung. Oh, ich wollte was essen. So, essen. Naja gut, Oh. schauen wir mal, was passiert dann. Kann man ja in der nächsten Folge dann weiterschauen. Dann machen wir dann noch hier da. Scheiße, ich hätte die Karte mitnehmen müssen. Hätte ich das gleich Ja, was haben wir mitgenommen? denn hier für einen Turm hochgebaut? Weiß ich nicht. Dann da muss noch ein bisschen was gemacht werden. So, und dann hier so. Auch hier sieht es auch schon aus. Dann müsste ja das hier unten auch noch Wie gemacht waren die werden. Koordinaten? 0, 0, 0. Achso, gut. Nee, warte. Nicht gleich da. 423, 662. So, liebe Leute, ich würde sagen, wir verabscheuen uns erstmal. Und ja, wir schauen mal, ob wir nächste Folge werde ich dann wahrscheinlich nochmal ein paar hier andere Karten noch vollständig machen. Schauen wir mal, ob das irgendwas bringt. Ich glaube es eigentlich nicht. Aber naja, man muss alles probieren. Wie gesagt, mit der Ender Palace hat auch geklappt. Ja. Ich wusste nicht, ob es klappt. Probieren geht über Studieren. Von daher danke erstmal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüssikowski.